Die 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Dollar Frage in dieser ganzen Diskussion um ein anderes, neues, wie auch immer, Urheberrecht ist natürlich die Frage, wie könnte so ein neues internetgerechtes Recht für kreative, immaterielle Güter aussehen? So, haben wir jetzt versucht, in so ein paar Interviews das zu eruieren, aber am nächsten dieser Frage gekommen ist wohl hier auf dem CoLab Till Kreuzer, Jurist, Urheberrechtsexperte und hier federführend beteiligt an so einem Eckpunktepapier für eben ein neues oder eine Alternative zum Urheberrecht. Herzlich willkommen. Till, ihr habt jetzt im Rahmen dieses CoLabs versucht, mit mehreren Autoren so ein, ich glaube, 8 oder 9 Seiten sind es dann geworden, Papier zu entwerfen mit so Eckpunkten. Ja, wenn man diese ganzen Probleme des Urheberrechts im digitalen Internetzeitalter sieht, was lernen wir denn daraus und wie könnte so eine Vision für ein neues Recht aussehen? Wir wollen jetzt mal darüber reden, was ihr da aufgeschrieben habt. Was steht da so ganz oben? Was ist so die Leitlinie? Also vielleicht ganz kurz, es waren halt tatsächlich 8 Leute in dieser Gruppe aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, aus ganz unterschiedlichen Berufsrichtungen, also keineswegs alles Juristen, sondern Leute, die sich halt sehr intensiv damit schon beschäftigt haben, ob wissenschaftlich oder in der Praxis oder anderweitig. Was wir gemacht haben, ist eben, wie du sagst, Leitlinien zu entwickeln, wo im Prinzip die Reise hingehen sollte im Urheberrecht auf so eine Langzeitperspektive. Häufig, wenn sich Leute damit auseinandersetzen, gerade in der Politik, wird sehr kurzzeitig gedacht. Es wird also gesagt, wir haben jetzt hier die Regelung XY, die ist so und so formuliert, sollte die vielleicht anders formuliert sein und welches Wort müssen wir streichen oder welche Position müssen wir hinzufügen? Das haben wir ganz anders angegangen, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass der Fehler sozusagen im System liegt. Ja, wir meinen, dass das geltende Urheberrecht einfach nicht mehr den Anforderungen gerecht wird, die es im Moment leisten sollte und die es vor allem in der Zukunft leisten sollen wird. Und deshalb haben wir uns neue Prinzipien überlegt und überlegt, an welchen Punkten man was ändern müsste, um halt diese Praxisrelevanz und diese Funktionsfähigkeit wiederherzustellen beziehungsweise überhaupt erst zu erreichen, weil das ganze System heutzutage nicht mehr besonders gut funktioniert. Also dieses Papier, was ihr aufgeschrieben habt, das ist jetzt kein Gesetzentwurf mit Paragraphen und Absatz und so, sondern es formuliert Prinzipien, so Leitlinien. Wie sollen, wo, was sind die Akteure, wie sollen so wie soll so die Philosophie aussehen? Und vielleicht kannst du mal so anfangen zu skizzieren, was ist so ein wichtiges Prinzip, was da oben drüber steht? Also das ist genau richtig dargestellt, genau so ist das. Das wesentliche Prinzip, was dahinter steht, ist sozusagen der Grundgedanke. Was ist ein Urheberrecht, beziehungsweise wir haben das genannt, ein Regelungssystem für kreative informationelle Güter, um diesen Begriff eben nicht, auch nicht zu verwenden. Also was soll es leisten und wofür ist es eigentlich da? Das ist ja die ganz grundsätzliche Frage. Und da haben wir schon signifikante Änderungen analysiert und herausgearbeitet zu dem bisherigen System. Im Moment ist es so, dass halt ein sehr hierarchisches Prinzip und ein sehr monopolares, also auf eine bestimmte, ganz bestimmte Art von Interesse ausgerichtetes Rechtsgebiet, deshalb nennt man das auch geistiges Eigentumsrecht. Und wie der Name schon sagt, es ist das Urheberrecht, ja, es ist das Recht des Urhebers. Es fokussiert also ganz klar auf die Interessen des Urhebers. Jedenfalls theoretisch, in der Praxis ist es so, heutzutage sind ganz viele Sachen sehr viel stärker auf die Interessen von Industrien ausgerichtet. Aber jedenfalls fokussiert es eben ganz vorrangig auf die Interessen der Rechteinhaber und nicht zum Beispiel der Nutzer oder der Vermittler von solchen Leistungen. Vermittler, YouTube, Facebook. Plattformbetreiber, Infrastrukturanbieter, Aggregatoren und solche Dinge. Ja, und da haben wir meinen, dass die Funktionsfähigkeit einer Informationsgesellschaft in Bezug auf den Umgang und auch die Erzeugung von Kreativität und die Distribuierung von Kreativität durch dieses Leitprinzip einfach nicht ausreichend abgedeckt wird, weil sehr viele Leute Beiträge dazu leisten, dass Kreativität entsteht.
dass es interessant ist, so etwas zu machen, sich kreativ zu verhalten und dass sie eben auch in Umlauf kommt. Und das sind nicht immer nur die Urheber, sondern die Nutzer beispielsweise und die Urheber sind häufig personenidentisch, weil sehr viele Leute selbst kreativ tätig werden, gleichzeitig dann Nutzer und Urheber sind. Deshalb dieser starke Fokus auf eine ganz bestimmte Position scheint uns zu kurz gegriffen und wir haben gesagt, dieses Regelungssystem dient nicht dem Schutz des Urhebers oder des Verwerters, sondern es dient dazu, einen gerechten Interessenausgleich herzustellen zwischen sehr unterschiedlichen Interessengruppen und diese Interessengruppen im Grundsatz auch gleich zu bewerten. Also wir sagen nicht, wenn jemand etwas geschaffen hat, ist das Interesse daran, ein Recht zu bekommen, mehr wert, per se mehr wert, als das Interesse desjenigen, der das dann nutzen will. Sondern wir leveln das auf dieser grundsätzlichen Ebene und diese Interessen werden dann im konkreten Fall eben miteinander abgeglichen. Also ihr habt im Wesentlichen diese Akteure benannt. Ne? Es sind die Urheber, es sind die Nutzer, es sind Vermittler und so 3,5 halt diese... Und die Verwerter? Die Verwerter sind der dritte Akteur und so dieser 3,5, das sind so diese Vermittler, das ist ja relativ neu noch, so YouTube, Facebook, so die habt ihr benannt. Und die sollen im Prinzip alle erstmal, deren Rechte und deren Interessen sollen erstmal gleichwertig sein. Was bedeuten würde, dass man zum Beispiel sagt, das Interesse an der Kommunikationsfreiheit, an der Pressefreiheit, an der Meinungsäußerungsfreiheit und so weiter, ist nicht nachrangig dem Eigentumsinteresse an einem Inhalt, den jemand geschaffen hat. Und das ist eigentlich eine ganz natürliche Aussage. So ist auch die Verfassung zum Beispiel in Deutschland strukturiert. Im Prinzip sind die Interessen erstmal gleichgelagert. Wie die dann ausgestaltet werden, ist eine andere Frage. Das eine Interesse kann im jeweiligen Fall höherwertig sein als im anderen, aber nicht grundsätzlich schon. Wenn wir das jetzt mal so hinnehmen, voraussetzen, es gibt diese vier Gruppen, deren Interessen sind im Prinzip gleichgelagert und du sagst zum Beispiel, Interesse an Informationsfreiheit ist gleich dem Recht an einem Werk, das ich schaffe. Inwiefern, ohne das jetzt konkret, aber was wäre denn zum Beispiel ein Fall, mit dem wir heute zu kämpfen haben, der sich unter diesen Prämissen anders darstellen würde? Ein ganz einfacher Fall. Heute ist es so, dass das Recht die Regel und die Nutzungsfreiheit die Ausnahme ist. Und wie immer in Regel-Ausnahme-Verhältnissen ist es so, dass das eine vorrangig ist, also auf einer hierarchisch höheren Ebene steht. Du hast dadurch zum Beispiel den Fall, nehmen wir mal vor 7 Jahren oder so, fingen Pressespiegelverwerter an, nicht mehr Dinge auszuschneiden, zu fotokopieren und Mappen zusammenzustellen, um die dann zu verschicken, sondern sie haben gesagt, wir machen das jetzt elektronisch, ja, mit Scannern und verschicken das per E-Mail. Das Recht, das zu untersagen, das besteht in jedem Fall, ob elektronisch oder nicht, aber die Freiheit, die es vorher gab für diese analoge Nutzung, also ausschneiden und so darf man, da war die Frage, darf man das auch, wenn es digital ist? Ja, wenn man sagt, diese Interessen sind gleich gelagert, dann würde man sagen, natürlich muss das, die Interessenlage ist im Prinzip genau die gleiche wie vorher, also muss sich das auch dynamisch weiterentwickeln können und dadurch nimmt das Recht eben Rücksicht auf solche Veränderungen. Was ist denn noch so ein Grundaxiom für ein alternative oder weiterentwickeltes Urheberrecht? Also beispielsweise ist jedenfalls in Deutschland das System so gestaltet, dass es auf der einen Seite Verwertungsrechte gibt und auf der anderen Seite Urheberpersönlichkeitsrechte. Das ist insbesondere das Recht des Urhebers, mit seinem Namen genannt zu werden, wenn sein Werk irgendwie in Umlauf kommt. Diese Rechte sind aneinander gebunden, was bedeutet, die haben auch zum Beispiel die gleiche Laufzeit. Die gelten alle gleich lange. 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers enden all diese Rechte zur gleichen Zeit. Wir glauben, dass diese Urheberpersönlichkeitsrechte auf der einen Seite und die Verwertungsrechte auf der anderen Seite, also ökonomische und ideelle Interessen, sehr unterschiedliche Bewertung bedürfen, dass sie also getrennt werden sollten, dass man dann zum Beispiel sagen kann, also dieses Urheberpersönlichkeitsrecht, das kann 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers auch erst auslaufen, das ist in Ordnung, weil eben keiner für sich reklamieren kann, ich habe ein Interesse daran, jetzt die Kafka-Texte unter meinem Namen veröffentlichen zu dürfen. Ja, das ist einfach wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, wozu auch. Und vor allem, wenn man den Namen zu nennen, hindert im Prinzip niemanden, das dann auch zu nutzen.
Ja, ich kann natürlich ein Buch verkaufen oder sowas und der Name steht immer oben drauf. Das ist kein Hinderungsaspekt in diesem Zusammenhang. Aber so ein Verwertungsrecht, das bedeutet, dass man eben irgendwo hingehen muss. Man muss fragen, darf ich das? Also eine Lizenz erwerben für ganz viele verschiedene Rechte. Und man muss dafür zahlen und der andere kann sagen, das kostet so und so viel. Und zwar nach freiem Belieben. Oder du kriegst es gar nicht. Oder du kriegst es gar nicht, genau. Was eben auch sehr häufig vorkommt. Und diese Rechte, die hindern natürlich die freie Nutzung von Kulturgütern, die Wiederverwertung, die Wiederveröffentlichung sehr stark, weil sie da sind und weil der Aufwand, solche Sachen in den Griff zu bekommen, extrem groß ist. Ja, das heißt, der Interessenausgleich an der freien Nutzung beispielsweise einerseits und an dem Schutzrecht andererseits ist, was diese ausschließlichen Rechte, Wirtschaftsrechte angeht, ganz anders gelagert als bei diesen Persönlichkeitsrechten. Deshalb meinen wir, sollte man das trennen. Du hast das eben schon angedeutet, aber wir müssen das nochmal an dem Beispiel, auch wenn die Zeit ein bisschen knapp ist, machen. Aber was das in der Praxis bedeuten würde, also nehmen wir beispielsweise die Beatles. Ja, die haben ihre Platten veröffentlicht und wie würde sich gesetzt den Fall dieses Prinzip gelte, die Nutzung von Beatles-Songs für mich gestalten? Wir haben gesagt, dass die Dauer des Schutzes sehr viel mehr auf ökonomischen Prinzipien basieren sollte, als an dieser Laufzeit, an dem Leben des Urhebers irgendwie geknüpft. Was bedeuten würde, wir sagen, es muss mehr an ökonomischen Prinzipien sich orientieren. Das heißt, wahrscheinlich wäre die Dauer dieser ausschließlichen Rechte der Plattenfirma der Beatles, die ja diese Rechte hält, sehr viel kürzer, als das bisher der Fall ist. Aber nach unserem Modell würden die Beatles und wahrscheinlich auch die Plattenfirma pauschale Beteiligungsansprüche kriegen. Die kriegen also trotzdem Geld. Aber wenn jemand anders das eine Platte machen will, muss er nicht fragen. Aber er muss eben Geld bezahlen, weiterhin für eine längere Zeit und er muss eben auch immer weiterhin schreiben, das waren die Beatles, die das gemacht haben. Okay. Nächstes Prinzip, was ihr euch ausgedacht habt. Es gibt sehr viele Einzelaspekte natürlich, die wahrscheinlich im Detail sehr viel zu kompliziert sind auch. Ich glaube, dass es ist eben das ganz wesentliche Prinzip, dieses Umschwenken auf diese Grundlagen. Darum ging es uns. Es ging uns eben nicht darum zu sagen, die Privatkopie muss erlaubt sein oder nicht. Sowas, das sind ja Details. Ja, es geht uns darum, eine Leitlinie für eine Gedankenwelt zu schaffen, wie man diese Sachen auch anders denken kann und wie es möglicherweise auch viel effektiver funktionieren kann als bisher. Beispielsweise haben wir uns eine Sache ausgedacht, diese Nutzungsfreiheiten, die hierzulande in sogenannten Schrankenregelungen geregelt sind, wie diese Privatkopierregelung oder Zitatfreiheit oder sowas, sind häufig sehr stark auf ganz bestimmte Konstellationen ausgerichtet. Dann steht da drin, man darf ein, also da steht da nicht drin, viel abstrakter, aber ich nehme es mal so, um es plakativ zu machen, man darf einen Pressespiegel aus Papier aus, also man darf einen Pressespiegel erstellen, indem man Papier ausschneidet, fotokopiert und per Post verschickt. Ja, wenn man sagen würde, man darf Pressespiegel erstellen, dann wäre das eine Bereichsausnahme, die weniger auf diese einzelne Nutzungshandlung da ausschneiden oder scannen oder sowas abzielt und deshalb viel dynamischer wäre. So macht man das im amerikanischen Recht, da ist es überdynamisch sozusagen, da steht nur drin, was Fair Use ist, ist erlaubt, wobei dann wieder keiner weiß, was das bedeutet. Wir haben gesagt, es sollte halt solche Ausnahmen geben, um die Handhabung zu erleichtern. Eine Idee zum Beispiel, öffentliche Archive archivieren halt geschützte Werke und das ist im allgemeinen Interesse, das ist im Interesse der Allgemeinheit, der Rechteinhaber, der Urheber, das ist im Interesse von allen, dass das gemacht wird. Der Erhalt von Kulturgut. Die bisherige Regelung sagt, die dürfen kopieren. Ja, wobei dann, als dann digitale Kopiermöglichkeiten aufkamen und natürlich aufgegriffen wurden durch Archivierung, die Frage aufkam, dürfen die denn auch digital kopieren? Das steht da so nicht. Ja, okay, würden halt sagen, die dürfen zum Bestandserhalt, den Bestandserhalt gewährleisten. Ganz egal, was sie dafür tun müssen. Ob das jetzt analog ist oder digital oder wie vernetzt oder wie auch immer. Ob es also auf Servern oder auf Disketten, was auch immer stattfindet. Also, dass ihr da eine Handlung definiert und wie dann diese Handlung umgesetzt wird, ist egal, weil die Handlung per se erlaubt ist. Archivieren, Pressespiegel und ob die eher das jetzt in eine Keilschrift, in eine Platte hauen oder sich eine CD brennen, ist egal. Ist völlig egal. Genau, und das würde natürlich sehr viel einfacher sein, weil heutzutage Archive geben regelmäßig riesige Rechtsgutachten in Auftrag, um klären zu lassen, ist das jetzt noch das? Dürfen wir das jetzt hier nach und so weiter? Wenn man sagt, die dürfen
zur Bestandserhaltung archivieren, Punkt. Dann machen Sie das, was dafür notwendig ist und dürfen das auch. Jetzt ist das so ein Entwurf und so eine Utopie. Letzte Frage, wie realistisch ist das, dass das irgendeinen Impact hat? Die Frage ist, was ist der Impact? Also unsere Vorstellung von einem Impact ist überhaupt nicht, dass wir jetzt damit zum Bundesjustizministerium oder zur EU gehen und sagen, hier, mach das mal. Das ist völlig utopisch natürlich und das ist auch überhaupt nicht der Ansatz. Der Ansatz ist, wir sagen, wir denken out of the box, wir denken nicht an den herkömmlichen Regularien entlang oder an dem, was wir immer geglaubt haben, sondern wir denken gewünschten Ergebnis her und schreiben dazu auf, was dafür notwendig wäre aus unserer Sicht. Und wenn das Einzige, was das bewirken kann und soll, ist, das in die Welt hinauszugeben, die interessierte Welt, und zu sagen, denkt darüber nach. Ja, und wenn ihr das nicht teilt, überhaupt kein Problem, dann widerlegt aber diese Argumente, sagt, warum es anders sein muss. Und dann hat man einen Diskurs geschaffen, in Gang gesetzt, der es erst ermöglicht, anzufangen, darüber nachzudenken, was man machen muss. Wenn man damit nämlich niemals anfängt, das ist wie bei Aristoteles und bei allen, die früher eben diese revolutionären Denker gewesen sind, hätten die nicht das Risiko eingegangen, dass alle sagen, du bist ein Spinner und völlig utopisch, wird nie gehen, wird nie umsetzbar sein, dann würde sich eben auch nichts verändern. Und diese Veränderung auf lange Sicht, das in Gang bringen einer Diskussion über dieses Thema auf diesem Level, ist unser Ziel. Wo kann man sich das ansehen, kurz noch im Internet? Das wird veröffentlicht, wenn die Initiative beendet ist, das wird irgendwann im April sein, dann wird eben nicht nur dieses Papier, sondern der gesamte Abschlussbericht, wo ja sehr viel mehr noch gelaufen ist in der Initiative, veröffentlicht, die Arbeitsergebnisse, und das wird dann frei zugänglich sein. Till Kreuzer, ganz herzlichen Dank. Danke auch.